Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge von From the Darkness. Wenn ihr die erste Folge noch nicht geguckt habt, dann empfehle ich euch erstmal die erste anzugucken, weil dann weiß man, worum es geht. Ich bin ja da stehen geblieben, wo man diesen Code eingeben muss in diesem Schloss. Ja, ich spiele einfach mal weiter. Ich bin jetzt hier gerade unter dem Bett. Und ja, das Licht ist gerade ausgegangen. Ich mache das mal eben wieder an. Okay, ich mache mal eben die Tür zu, weil irgendwie ist mir das unangenehm, wenn die Tür auf ist. So. Oh, da ist ein... Oha, das ist das rote Symbol. Eine umgedrehte Pyramide. Ist das rote Symbol? Das sag ich jetzt einfach mal umgedrehte Pyramide. Warte. Oh Gott. Jetzt mal damit klarkommen. Ja, so. Das grüne war so eine Mickey Maus. Das war unterm Bett, genau. Okay, und die blau und gelb habe ich noch nicht. Dann... Oh... Aber wo sehe ich das gelbe Symbol? Gott. Oha, was war da? Da war doch... Hä? Da ist das blaue Symbol, glaube ich. Eine Pyramide mit zwei Säulen, sage ich einfach mal. Okay. Schnell, beeil dich, beeil dich. Ich glaube, das ist auf Zeitdruck hier, hört sich jedenfalls so an. Oder das Spiel will einen einfach nur Stress machen. Das ist das, oder? Ja, ich glaube, das ist es. Aber das ist falsch, ne? Ich muss einen zurückgehen. Bei den anderen. So, okay, und das gelbe Symbol. Warte, ich gehe erstmal wieder unter das Bett, weil ich nicht weiß, ob da gleich jemand kommt. Puh. Jetzt wirst du nur noch das gelbe Symbol suchen. Vielleicht beim Radio irgendwas? Oh. Ja, das ist es, glaube ich. Okay. Schnell, schnell. Dann ist das wohl das letzte Symbol. Oh. Hä? Ach so, jetzt ist es geknackt. Okay. Geh auf. Was ist das denn? Turn on the flashlight. Oh, eine Taschenlampe mit F. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja. Der hat ein bisschen rote Augen, die Puppe. Und jetzt? Oh, das ist... Oha, wer ist das? Alter Schwede. Ach ja, da liegt ja auch der Schuh. Oha, ja, das war echt eine Toilette. Mit einem toten Jugendlichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier nicht so sicher. Ich will da nicht reingehen. Oh. Aber ich glaube, ich muss da rein. Warte, was ist denn da drin? Ist da ein Typ da drin? Nee, ne? Nein, nicht zugehen. Geht die Tür wieder auf? Nee. Boah. Mann. Ja. Mann, hier wird man nur geärgert, hier wird man nur fertig gemacht. Erstmal mit dem Creeper erschreckt hier. Ja, was ist das denn hier für ein Raum? Ein Stuhl? War da gerade eine Hand? Ein Arm? Nee, ich glaube, ich bild mir das schon ein. F? Ja, wie F. Was heißt F? Soll ich F drücken? Hier? Ja, was hier? Kann ich hier wieder raus? Ich will hier nicht sein. Oder kann ich mich am Stuhl setzen? Oder ist da irgendwas drauf? Nee. Hier.
Habt ihr das jetzt zweimal? Muss ich jetzt die ganze Zeit F drücken oder was? I buried him in concrete. Hä, in dem. Hä, jetzt ist die von alleine ausgegangen. Ach so, also da steht, dass er ihn in der Wand beerdigt hat oder so. You do not hear. Hörst du ihn nicht? Nee, ich höre nur gruselige Geräusche. The voice? In total darkness. The voice. Now I hear sounds from the dark. Aha. Ich höre aber nichts weiter. Muss jetzt wieder die Taschenlampe ausmachen? Ja, jetzt höre ich was Gruseliges auf jeden Fall. Oh, jetzt ist die Tür wieder auf. Kann ich jetzt wieder rausgehen? Boah, ey, das Spiel macht mich so fertig. Nee, jetzt kann man auch die Damenschlingen da schön sehen. Boah, ey. Nein, mach doch die Taschenlampe wieder an. Warum machst du die dann aus? Lass sie an. Wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss die Taschenlampe ausmachen, um den zu hören oder was? Ich will aber nicht in totaler Dunkelheit sein. Ich guck mal im Wohnzimmer. Dass der Raum stinkt nach Leiche. Mhm. Oh ja, hier ist auch ein gruseliges Geräusch. Gruseliges Geräusch, ja. Boah, ey, was war das? War das eine Hand? Oder bilde ich mir das hier? Oh, da tropft. Oh. Da tropft Blut runter. Will ich da hochgucken? He doesn't like light. Er mag kein Licht. Ja, deswegen habe ich jetzt auch eine Taschenlampe. Closed. Oha, ey, ist da eine Leiche drin oder was? Oh, ich will nicht wissen, was da drin ist. Mein Herz schlägt schon wieder so. Aber hier war ja irgendwas im Zimmer. Da hat irgendwas nach Leiche gestunken. Vielleicht hier drunter? Hm. Oder da unter dem Bügeleisen oder so. Wow. Was ist das? Oh. Was steht da? Finger plus Auge plus Zähne gleich Schlüssel. Ja, Schlüssel wofür? Für diesen Wandschrank da? Boah. Was ist das denn da? Ist das eine Spinne im Auge? Oh, das bewegt sich ja. Das geht so leicht runter, oder? Ja, ein bisschen bewegt sich das. Finger plus Auge plus Zähne. Ja, ich muss jetzt irgendwie Finger finden. Oha, rot draußen. Okay, alles klar. Hier verändert sich gerade alles. Boah. Was ist denn jetzt wieder hier zugegangen? Welche Tür ist hier zugegangen? Was soll das? Ja, die nehmen mir echt jeden Ort weg, wo man sich verstecken kann. Hä, kann ich da... Ja, ich kann ja nicht rein, wenn da Ketten... Oh, ey, Oma, erschreck mich doch nicht so. Oh, armer Typ. Aber ich brauche ja Augen und Zähne und Finger. Muss ich das von dem jetzt abnehmen oder was? Was war das denn? Lebt er noch? Ja? Ach so. Der zeigt mir eine Zange, damit ich dem was entfernen kann, oder was? Ja, warte. Was war das? Ist hier nicht eine Zange? Nee, hier ist nur so ein blutiger Schraubenschlüssel. Okay, ich brauche irgendwie eine Zange. Wo haben wir denn eine Zange? Da war ja gerade irgendwas mit Rot hinterlegt. Boah, ey, Tür. Hör auf, meinen Weg hier zu blockieren. Komm, geh zu. Los. Ja. Ach. Komm, geh zu. Renn, durch. So. Wo ist die Zange? In den einen Raum kann ich ja nicht mehr... Oh. Ah, da ist doch die Zange. Ist hier noch irgendwas?
Boah, ey, was kommt da für Geräusche? Muss ich mich irgendwie beeilen? Ist das auf Zeit? Jetzt gehe ich wieder zu dem jungen Typen. Okay, und jetzt? Oh, okay. Ja, jetzt habe ich Zähne. Und was mit deinen Augen? Kann ich deine Augen auch noch irgendwie nehmen? Oh. Okay. Ich glaube, ich kann ja nichts mehr machen. Ja, so jetzt. Oh Gott! Boah, erschreck mich doch nicht so. Jetzt haben die das. Und ist das Bild da jetzt weg? Und haben die es jetzt einfach umgehangen? Ja, gut. Ja, kann man machen, ne? Wenn man keine anderen Hobbys hat. Boah, ey, Gänsehaut schon wieder. Komm, ich muss mich beeilen. Hier, da sind doch Gliedmaßen drin. Ah, ist das nicht Finger? Ja. Im Ohr? Das ist doch ein Auge? Ich drücke einfach mal drauf. Okay, und jetzt Auge, Auge. Nee, Augen sind da wohl nicht drin. Lecker, Schmecker, Spaßentdecker. Ja. Puh, oh. Ja, das verändert sich ja jetzt auch. Sieht ja immer mehr aus wie in dem Film. Ach, jetzt ist das Bild weg von der Oma. Wo hängt denn das jetzt? Hängt das jetzt woanders? Boah. So, ich habe hier schon mal Finger und Dings. Kann ich dir schon einsetzen? Hä, war das Bein da schon vorher? Das habe ich nicht gesehen. Der ist ja nicht so bequem in der Wand verarbeitet worden, ne? Was ist denn mit den Ketten? Kann ich die Ketten irgendwie durchschneiden oder so? Muss ich hier nochmal wieder rein? Was ist hier dann? Wo ist denn der Stuhl hin? Hä? Was ist hier dann los? Endloser Raum oder was? Scheiße. Hallo, ich will hier wieder raus. Ah, da. Hä? Okay. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ach, jetzt ist alles wieder normal. Okay. Komisch, komisch. Wofür ist der Schlüssel? Ist der Schlüssel zufällig für das da oben? Close, nee. Was war denn noch abgeschlossen? Was war denn hier noch abgeschlossen? Oh, ey, ich habe zwar eine Taschenlampe, aber es ist trotzdem noch mega dunkel. Da vielleicht? Warte, wofür habe ich den Schlüssel? Hier ist ja sonst nichts mehr. Vielleicht da? Ich glaube, da war vorhin auch so eine Box. Viel dafür, aber der Schlüssel wird da ja gar nicht passen. Hm? Ja gut, okay. Hatte zwar nicht die richtige Form, aber... Was ist das? Okay, alles gut. Boah, war das ekelig. War das ekelig. War das ekelig. Hä, wo kommt denn das Babygeschrei jetzt weg? Im Backofen? Nee. Hallo? Oh, ey. Ich will am liebsten meine Augen so halb zumachen, damit ich das nicht mehr sehe hier alles. Ach, Mann, Tür. Los. Okay. Hä? Wo ist das? Wo kommt das her? Will das mich verrückt machen da? Okay. Ach ja, stimmt. Ich habe ja diese... Oha, die Puppe ist jetzt da. Hä? Oh, das sieht ja mal... Oh. Habe ich der Puppe jetzt das Auge rausgenommen? Tut mir leid, Puppe. Oh, ey, das mit dem Babygärmer, das war gerade voll ekelig, wie das einfach so tiefer wird, ne? Oh, oh Gott. Jetzt guck mal eben kurz wieder im Spiegel.
Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt sehe ich nur noch ein Licht. Und mich selber sehe ich nicht mehr. Boah, okay, okay. Jetzt habe ich ja alles, ne? Was ich brauche. Dann gehe ich wieder zur Leiche und gebe dem das. Ja, bitteschön. Hier habe ich deine Leichenteile. Jetzt sei bitte ganz nett zu mir. Ich habe dir das nämlich... Hä? Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel gebastelt. Also, wenn... Er ist stärker im Dunkeln. Wenn ich alles erhelle in den Räumen, dann wird er schwächer und du kannst weggehen. Das ist der Schlüssel für die Box unter dem Ceiling. Ich weiß jetzt leider nicht, was Ceiling heißt. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel für diesen Wandschrank, wo Blut rauskommt vielleicht. Weil sonst wüsste ich jetzt nichts anderes. Will ich wissen, was da drin ist? Hä? Was ist das? Hä, was ist das? Ist das eine Schriftrollen? Nothings to set fire to the candle. Oh, Kerzen. Soll ich jetzt über Kerzen aufstellen? Oh. Hilfe! Wo kommt denn das Telefon eigentlich her? Wo steht das Telefon? Boah, jetzt sieht alles immer düsterer, Leute. Was ist hier noch? Ist hier noch was? Nee. Boah. Ah! 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 F. Puh. Ey, ist die Tür gerade abgeflogen oder was? Hä, wo ist denn die Tür? Mach mich fertig hier. Oh, kann ich jetzt raus? Was ist denn jetzt? Hä? Was ist das? Gitter? Bin. Oha! Bildet der sich das alles irgendwie ein? Das ist doch ein mega Albtraum hier. Ja, gut, ist ja ein Psychospiel, ne? Aber heftig. Ja, raus kann ich nicht. Hä? Was ist da mit dem Fahrstuhl los? Okay. Oh, kann ich jetzt in die Nachbarswohnung gehen? Was ist da? Nein, 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 nein! Ja, los! Geh raus! Ich glaube, hier muss nicht rein, oder? Ich. Hä? 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 Hey, was ist denn los mit mir? Wo bin ich denn jetzt? Orientierung richtig verloren. You need to listen. Ja, ich wie zuhören. Ich höre nur gruselige Geräusche. Try again. Wie, try again? Oha. Muss ich wieder meine Lampe ausmachen? Hä? Komme ich jetzt wieder zurück zu dem Typen? Oh, ey. Oh ja, da sind die Ecken, von denen ich im ersten Teil geredet habe. Jetzt sind die auch gruselig. Augen? Oh, lecker. Muss ich da rein oder? Da. Nee, da gehe ich nicht rein. Da hört sich schon besser an. Ich gehe doch nicht in die... ins rote Verderben, wollte ich gerade sagen. Hä? Was ist mit dem Typ los? Oder ist es... Hä? Okay. Hier will ich nicht sein. Okay. Ich bin auf der Suche nach einem Feuerzeug. Aber finde ich hier eins? Try again. You need to listen. Hä? Ja. Ich höre ja zu. Also, wenn ich da höre, höre ich nichts. Wenn ich da hingehe.
Hör ich auch nichts. Aber ich gehe jetzt mal die Tür. Weil ich bin vorhin die andere Tür gegangen. Okay, das... Oder muss ich jetzt dahin gehen, wo kein Geräusch ist, oder da, wo Geräusche sind, oder wie? Oder muss ich wieder zurück? Ich gehe einfach mal da rein, auch wenn sich das schlecht anhört. You need to listen. Try again. Ja, okay. Ich glaube, ich muss dahin gehen, wo dann keine Geräusche sind, weil ich soll ja irgendwie hören. Okay, okay. Also da war ja gerade ein Geräusch. Ja, da gehe ich nicht rein. Oh, bin ich schon wieder bei dir? Was hast du da? Eine Axt in der Hand? Oh, okay, und da? Da ist auch ein Geräusch. Also da nicht hingehen. So. Dann gehe ich mal runter. Und hier. Hör ich mal. Da sind keine Geräusche. Und da? Ach ja, da war das Atmen. Und hier geht es ja noch runter? Nee. Ja, da muss ich ja hier rein, bei den Augen. Boah. Okay, was kommt jetzt? Komme ich wieder am Anfang? Nee. Ah ja, jetzt bin ich da mit der Hand. Genau. Und jetzt muss ich dann ja da rein. Oder geht's hier auch noch runter? Nee, ich kann ja dann nur da rein, oder? Ah nee, da ist aber auch wieder ein Geräusch. Oder ich muss da zurückgehen, weil bei dem anderen ist ja wieder ein Geräusch. Oh, schnell weg! Schnell weg hier! Wow! Und da? Ist da ein Geräusch? Ja, okay. Weg, 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 weg. Weg. Oh. Ja, ja, hier kann ich aber nicht hin. Wie komme ich da hin? Oh, war die Arme. Ah, kann ich auch nach oben? Ah ja, stimmt. Ich wollte ja nach unten. Unten ging nicht. Hier war auch falsch. Dann muss ich wohl nach oben gehen. Okay. Boah, sind hier viele Türen. Welche soll ich denn nehmen? Keine Ahnung. Da höre ich was. Und hier? Boah, Leute, das sind mir eindeutig zu viele Türen. Ah, da ist ja gar nichts hinter. Okay, okay, okay. Was ist dahinter? Da auch nicht. Da. Hallo, kann ich da rein? Nee. Ah, hier. Boah. Da wird man ja fast zermalmt. Hat es auch bald mal ein Ende. So, eben Augen ein bisschen zumachen. Okay, da kommen wieder Geräusche. Da auch. Was ist das? Da. Aber da sind ja auch Geräusche. Oder muss ich raus? Ja, ich muss raus. Okay. Hm? Oh. Ich bin in der Hölle angekommen.
gerade sagen, kann ich meine Taschenlampe einschalten? Nee. Wo muss ich hin? Kann ich, glaube ich, nicht weg. Was ist denn hier? Alles rot. Ja, du hast das Feuerzeug. Oh, ich glaube, ich muss zu ihm. Oh, kann ich hier noch weiter reinrennen? Nee. Gibst du mir das Feuerzeug? Bist du so nett? Nice. Okay. Boah, hat der lange Arme, ey. Okay. Ist der da noch? Egal, ich renne einfach weg. Oh, Leute, ey, das macht mich fertig. Ja, okay, da muss ich, glaube ich, nicht rein. Renn doch! Oh. Tut mir leid. Ich krieg schon Hustenreiz. Bei sowas hier, ey. Vor allem die Geräusche machen einen so fertig, ne? Bei dem Spiel. Aber es ist echt gut gemacht, ey. Also, ey, mach wieder an. Mach dein Feuerzeug wieder an. Hallo. Mach! Was? You need to listen. Try again. Ja, wie? Try again. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch jetzt mal Feuerzeug. Jetzt ist der Typ weg. Was denn? Muss der wieder rein? Der ist doch hier drin. Ich glaube, hier will ich nicht wieder rein. Ich listene doch. Okay, Leute, jetzt muss ich wieder in die Wohnung finden, damit ich die scheiß Kerzen anzünden kann. Ja, genau, da sind Geräusche, da will ich nicht rein. Hier, kann ich da wieder durch? Warte, was ist da? Da will ich auch nicht rein. Ja, musst du dir rein oder was? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder, warte, ich geh mal zu ihm rein. Hallo. Ich glaube, du hast da ein Problem mit deinem Auge. Ja, du guckst mich ja die ganze Zeit an. Ja, hallo. Okay. Aber hier bin ich, glaube ich, nicht richtig bei dir. Oh. Ja. Da ist doch die Wohnung. Ich musste also zu dem Typen kurz gehen. Boah, okay. Kannst du die Tür einfach wieder zumachen? Nee, ich lasse die Tür auf, damit ich gleich flüchten kann. Objective, to light up the lights in all rooms. Okay. You already have a candle. Okay, okay, dann geh jetzt mal in die Küche. Wo soll ich denn die Candle hinstellen? Ah, okay. Reicht das? Oder muss ich hier auch noch eine hinstellen? So, zweite Kerze. Oh, jetzt ist hier wieder zu. Aber diesmal nicht mit Gedärm, sondern mit alten Gedärm oder so. Ich weiß es nicht. Oh, Mantel und Dings ist weg. Spiegel.
Ja, okay, ist noch alles gleich, aber wo ist denn der Mantel? Okay, egal, egal. So, da machst du noch eine Kerze an. Nimmst du dir, zack, die nächste, die dritte Kerze, machst du jetzt. Ah, hä? Was ist da? Ah! Oh, ey, das Bild, dass das immer wandern muss, ne? Oh. Ja, hier, mach da eine Kerze an. Oha, das ging sogar genau da. Ja, gut. Dann nimm dir fix eine. Ich kann auch nicht mehr rennen, ne? Oh! V. Wo ist denn die Kerze hin? Oder träumst du gerade? Lass sie nicht stärker werden. Lass die Dunkelheit nicht siegen, aber es ist rotes Licht. Oh. War ich das? Oh ja, ich war's. Wo ist denn der Karton hin? Hallo? Ah. Was ist denn da draußen los? Das ist ein Gesicht. Ja. Oh, okay. War nur Einbildung, hoffe ich. Okay, weiter geht's. Kerzen sind wieder da. Oh, wie spät ist es eigentlich? Das ist ja nur ein Zeiger. Oder es ist 5:05. Ja. Gut, nächste Kerze. Oh, ist da der Mantel? Sieht so aus, ne? Nächste Kerze. Ja, kann ich hier auch noch eine Kerze hin? Das ist ja nicht so schön ausgeleuchtet. So, Badezimmer. Machen wir da. Ach ja, ich muss erstmal mein Feuerzeug wieder anmachen. Hat der... Junge. Hat er meine Kerze einfach wieder ausgepustet? Nein, ich gewinne. Ich mache hier das Ding. Du verlierst gegen mich. Es ist schön, wenn es ein bisschen Licht hat. Das stell ich doch nicht so an. Das ist doch toll, wenn hier Licht ist in der Wohnung. So eine schicke Bude will man doch ausleuchten, oder nicht? Bitte. So. Der pustet die Kerze einfach wieder aus, der Freche. Und erschreckt mich. Das darf... Ach ja, stimmt, der war ja nichts Neues, dass der da ist, aber... Ja, ich will einfach nur eine Kerze anmachen, okay? Ja, wo? War was? Wo hat's geklopft? Scheißegal, mach einfach hier eine Kerze hin. Ja. So. Geht's dir gut? Nee, aber du guckst mich immer mit einem Auge an. Wo hat's gerade geklopft? Oh. Ist hier nur noch Licht da? Okay. Ich muss den Typen noch beleuchten. Los. Mach schnell, sonst macht der komische große Dude mit den langen Armen die Kerze wieder aus. Los. Ah. Okay. Reicht das jetzt an Kerzen oder kommen da noch welche hin? Nicht erschrecken. Mann, verarsch mich doch nicht. Jetzt ist wieder Albtraum. Jetzt muss ich aus dem Fenster gucken oder so. Ah, hier ist der aber nicht. Umdrehen. Ich hasse das, mich umzudrehen. Was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Jumpscare? Oh. Hallo Oma. Familie ist dir wichtig, ne? Ja. Das Baby, das freut sich bestimmt. Oh. Wo muss ich hin? Muss ich in den Raum, wo ich nicht rein konnte? Muss ich zu dir? Muss ich da hin? Okay. Hinter der Tür. Muss ich zu dir? Ich will aber nicht zu dir. Hallo. Oh Gott, entspann dich mal. Alles nur ein Spiel. Hast du dich geklont oder was? Küche ist auch jemand, nicht erschrecken. Oh, eine ganze Armee. Ja, hallo. Oh, nein. Oh. Okay, war nur Einbildung. Der bildet sich das nur ein. Der ist gleich fertig. Komm. Zwei Kerzen hast du noch. Eine. Wo kommt die hin? Hier muss mehr Licht hin. Hä, was war da denn? Hä?
Oh, da liegt... Das bin ich! Und der, ich lieg da mit meiner Taschenlampe am Boden. Oh. Und da ist die Puppe. Und hat den Arm über den Karton. So lässiger Player-Puppenkind, ey. Boah, lässiger Player. Komm, Tomke, kannst kein Deutsch. Ja, das machst du mit mir nicht. Das wird so nicht enden, mein Freundchen. Das wird so nicht enden. Ich werde nämlich hier rauskommen, hoffentlich. Ja, aber wo kommen die anderen Kerzen jetzt hin? Ich habe noch Kerzen, aber wo? Habe ich jetzt... Ah! Ja, Tomke, da ist doch noch ein Raum. Da, den Abstellraum, da musst du noch rein. Mit deiner Kerze. So, kein Jumpscare, kein Jumpscare, kein Jumpscare, kein Jumpscare, bitte. Hinter mir ist jetzt was. Hinter mir steht jemand. Nee. Okay. Habe ich jetzt alles ausgeleuchtet hier? Hilfe! Okay, okay, okay. Hinter mir ist jetzt was, wetten? Ja, ich höre schon so ein Atmen. So. Ich habe Licht, also lass mich in Ruhe. Ja, gut. Was muss ich jetzt machen? Da, ja, da muss ich noch rein. Komm. Oh ja, erstmal meine Kerze holen, bevor ich da reingehe. Ich glaube, die habe ich noch nicht in der Hand. Bevor ich da reingehe, hole ich erstmal eine Kerze. Damit ich mich auch verteidigen kann mit meinem Licht. So. Was erwartet mich jetzt hier? Ah, der stand da gerade, aber ich habe hier die Kerze schon angemacht. So. So, jetzt habe ich hier alles ausgeleuchtet. Was willst du mir jetzt noch tun? Hier. Habe ich mein Album überhaupt genommen? Ja, ich glaube schon. Das hat er mir ja gegeben, ne? Ja, komm. So. Aber da bin ich immer noch tot am Boden. Mit einer Axt im Gesicht. Aua. Ja. Ich will aber keine Axt im Gesicht haben. Ich will hier jetzt schnell raus mit meinem Happy Family Fotoalbum. Oh ja, da höre ich schon wieder alte Geräusche. Gewohnte. Ach ja. Scheint alles normal zu sein, aber da kommt bestimmt gleich noch was. Müllsack ist auch da. Am Start. Ja. Kann ich jetzt eigentlich noch hochgehen? Weil in der Ecke. Ist nix. Kann ich noch nach oben? Nee. Ja gut, dann verlass mal schnell das Haus, mach die Tür zu. Ist nichts passiert. Wenn die Wohnung abbrennt, wenn die Kerzen irgendwann abgebrannt sind, dann war ich nicht. Ecken sind nix. Ist nix drin. So, dann geh jetzt mal schön nach Hause zu Mama und erzähl ihr, was Opa so für eine tolle Wohnung hatte hier. Kann ich hier eigentlich noch rein? Nee. Oh, die Musik... Oh nee, wehe, da kommt jetzt noch ein Jumpscare oder sowas, ey. Ich hab's doch jetzt geschafft. Ja, lieben Dank aber auch. Ja, und jetzt? Renn einfach um dein Leben. Hier ist noch Licht. Habe ich mir das überhaupt... 2006, 15 years old, left home and did not return. Höhe. 1,73 groß, kurze dunkle Haare... kurze braune Haare, braune Augen... Weißes T-Shirt, rote Shorts und rote Sneaker. Ah, oha, das war der Typ, der auf der Toilette tot war. Oha, 15 Jahre alt. Wenn jemand Informationen hat, soll er die Nummer anrufen. Und da ist irgendwas schwarz durchgestrichen. Das ist wahrscheinlich der Typ. Und da? Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht entziffern. Na komm, okay. Ich kann den Typen jetzt auch leider nicht mehr helfen. Ja? Ah! Ach nee, der Albtraum hat kein Ende. End. Oder ich hab's geschafft. Aber das war jetzt ein komisches Ende. Passiert noch irgendwas? Ich habe jetzt mein Fotoalbum geholt und hab's geschafft zu entfliehen. Zu entkommen. Aber warum war das so, wie es war? Hatte der, also ich als Enkel, bin ich eigentlich schon tot? Und hab so eine Hölle durchlebt? Oder wer war der 15-Jährige? War ich das vielleicht? Mein vergangenes Ich oder so? Oder war ich auf Drogen in dem Spiel?
So Leute, das war das Ende. Das war From the Darkness und ja, ich finde es auf jeden Fall echt gut gelungen. Also man erschreckt sich schon echt doll. Das Spiel spielt auch so mit der Psyche von einem, also möchte so mit der Psyche von einem spielen und ja, ich habe mich echt des Todes oft erschrocken. Da bleiben noch Fragen offen bei dem Spiel, auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwie wisst, warum das Ende so ist oder warum das Spiel so ist oder was weiß ich, schreibt das in die Kommentare oder schreibt mal, wie ihr das Spiel fandet. Ich werde bestimmt noch öfter mal ein Indie-Game oder so spielen. Danke fürs Zusehen und tschüss. Is it true? Must have passed for who?